Wie blöd bin ich eigentlich? Guckt mal. Welt 3-4. Secret Exit. Der ist so offensichtlich. Ey, was ist denn hier los? Wieso habe ich das nicht gesehen? Und vor allem, warum hat meine Recherche nichts ergeben? Ich habe nach diesem Secret Exit ja sogar im Internet geguckt. Ja, und da kam kein Ergebnis. Oh, verpiss dich, Ninja-Man. Honk. Aber ohne Scheiß, es ist sowas von offensichtlich. Und ich habe mir das Video sogar nochmal angeguckt, wo wir in dieser Welt waren. Ich stand daneben, habe den Fragezeichen-Block aktiviert und nichts registriert. Warte. Also, was ich da gedacht habe, weiß ich nicht. Es muss ja nur um nackte Frauen gegangen sein, dass man sowas nicht checkt. Nein, natürlich war das ein Scherz. Hier. Ich stand hier und habe den Block angesprungen. Und an dem Baum rumgehammert und... Ich sehe den fucking Weg nicht. Behindert im Kopf oder was? So. Jetzt kommen wir wieder runter und schauen, was hier ist. Was ist das denn? Ist doch ein Eingang, oder nicht? Dann halt nicht. Ach so. Ich check schon. Mit Sicherheit kann ich hier diese Bowlingkugel verwenden, die wir vorhin gefunden haben. Ja. Ich mach die mal eben zu einem Sticker. Und joa, dann besuchen wir diesen Secret Exit. Ich habe da hinten aber schon das Ziel gesehen. Das heißt, wenn ich jetzt halt dann auch beenden würde, dann wäre das hier der kürzeste Part ever. Soll heißen, ich werde in diesem Part alle Secret Doors in Welt 2 und wahrscheinlich auch in Welt 3 abchecken. Damit der Part noch so einen kleinen Sinn hat. Und dann, ja, mal gucken, wo es weitergeht. Dann müssen wir ja eigentlich nur noch ein Wiggler-Segment finden. Ah, stimmt, ich kann euch noch was anderes zeigen. Hier bei dem Shop. Die haben auch andere Sticker im Angebot jetzt. Seht ihr das? Ich dachte erstmal, das hier wären normale Glitzersprung und normale Glitzerhammer-Sticker. Ist aber nicht so. Das ist ein großer Glitzersprung und ein großer Glitzerhammer. Nur gerade habe ich halt keinen Platz. Außerdem haben sie hier noch das hier. Diese zwei Sticker sind vollkommen neu. Super Stiefel. Weiche Attacken mit einem Sprung aus und erhöhe leicht die Angriffskraft der nachfolgenden Sprungattacke. Also so ähnlich wie der hier. Nur dass das halt auf Sprungattacken basiert und das auf alles. Und der hier... Kontere Attacken des Gegners mit dem Schwung deines Schweifs. Wirkt nicht bei Angriffen aus der Luft. Also kontern in dem Spiel möglich, allerdings nur mit einer speziellen Attacke. Okay, Secret Door habe ich mal mitgebracht. Aber eigentlich wollte ich ja die Bowlingkugel zu einem scheiße Sticker machen. Aber jetzt habe ich keinen Platz mehr, oder? Ja, richtig. Okay, dann muss ich ein paar Blätter verkaufen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie viel Platz die Bowlingkugel beanspruchen wird. Ich fürchte aber leider viel. Ja, immerhin 20 Münzen. Die Blätter bringen ja viel Kohle. Einer hat mich mal gefragt. Ja, die Blätter bringen ja viel Kohle und man kann mit ihnen ganz leicht Exzellenz schaffen. Was bringt denn dann ein Glitzer- oder Colorblatt? Ganz einfach. Die sind nur Handelswaren. Verkauft sie. Okay, ich hoffe jetzt mal, dass das reicht. Ah ja, komm. Das dürfte schon reichen. Größere Sticker als 4 normale gibt es eh nicht. Also müsste gerade so reinpassen. So, hallo? Aber haben wir nicht sogar 2 so Kugeln gefunden? Welche ist denn jetzt richtig? Boah, haben wir schon viele Dingse. Das sollte ich mal alles zum Sticker machen und in das Museum bringen. Hier, Bowlingkugel haben wir ja. Und dann... Wo war denn das andere Ding? Billardkugel. Ja, aber das macht keinen Sinn. Wir brauchen schon die Bowlingkugel. Da waren ja Kegel und so. Ja, und die ist tatsächlich riesengroß. Füllt 4 Plätze. Naja, okay. Dann zurück. Ich liebe wirklich die Overworld-Musik, die ist echt schön. Die Kampfmusik habe ich auch schon ins Herz geschlossen.
Das sind zwei wichtige Themes. Ja, und bisher, glaube ich, gab es auch keinen Track, der mich abgefuckt hat. Also alle waren bisher ziemlich cool. Ne? Manche waren Remixe, wie zum Beispiel das Underground. Aber viele neue sind dabei. So gut wie alles. Das war bisher sehr nice. Hoffentlich geht das so weiter. Okay, dann wollen wir mal zocken. Aber warum muss ich das eigentlich auf den Baumstumpf da legen? Jetzt sag mir nicht, dass es falsch ist. Das kann auch gar nicht sein. Also das wird mich ja schon übelst schocken. Nee, passt schon. Okay. Na dann, Mario, komm. Treff alle. Zeig, was du kannst. Oh, ja. Oh, das ist schlecht. Aber mit Drehung und... Yes. Super gemacht. Kannst es ja gut. Hä? Replay. Lol. Er übertreibt halt. Ja, aber schon geil. Hast du wohl wie Sports geübt, ha? Ach, und da kommt die wieder raus. Das ist also der Sinn dieses Baumes. Das heißt, ich kann sie wieder mitnehmen. Ja, super. Dann ist sie ja nicht mal verschwendet. Yeah. Secret Exit, ich komme. Also selbst wenn ich den damals gefunden hätte, hätte es mir nichts gebracht, weil ich hatte da ja noch nicht die Bowlingkugel. Ich habe jetzt gerade auch vergessen, wann man die bekommt, aber das ist vor kurzem gewesen auf alle Fälle. Also passt schon alles. Ist halt nur dämlich gewesen, dass ich den Weg nicht gesehen habe. So, und jetzt geht's da lang. Das dürfte dann wohl das letzte Level neben dem Boss-Level sein. 3,11 Gruben Dickicht. Aber das machen wir jetzt nicht. Oder vielleicht doch, ich schau mal, wie groß das ist. Jetzt werde ich erstmal alle Secret Doors in Welt 2 abchecken. Oh Junge, aus dem Weg. Wirbelbeiner auf die Fresse. Kann er gern kriegen. Erstmal die Tür rein. Oder vielleicht kann ich den Spaß selber kleben, wäre voll geil. Nee. Na gut, dann komm her. Wenn du unbedingt willst. Inzwischen bin ich eh overpowered. Du kannst mir nicht mehr viel anhaben. Hier, fang! Bam! Und schon ist er aus dem Weg geschafft. So, 2-1. Hinter dieser Tür befindet sich... Was? Ein Dings. Wie so oft. Ein Toaster oder was? Eine Autobatterie. Also... Oh. Was mache ich denn damit, bitte? Weiter zu 2-2. Boah, hier auf der Hinterseite des Sphinx finden wir den Eingang. Bin schon froh, wenn ich mit dem Ganzen fertig bin. Und die immer aktuell in den Leveln dann einpflanzen kann. Weil so viel nachzuholen, das ist schon ein bisschen scheiße. Ein chinesischer Fächer oder so. Keine Ahnung, wie die heißen. Die haben bestimmt irgendeinen Namen. Papierfächer. Na gut. Damit kann man die Hater so wegwehen. Weiter zu 2-3. Boah, schwer zu finden, der Kack hier. Also, um es beschreiben zu können... Ich sag jetzt einfach mal unten rechts... Hier, falls ihr den Raum noch kennt, mit diesen drei Stickern da an der Wand. Echt schwer zu finden. So, gibt's denn da wenigstens was Cooles? Oder nur Crap? Mario, ich hab dir doch schon gesagt, du sollst weder Brandstifter noch Raucher werden. Hörst du nicht zu, oder was? Urlaubsparadies, Oase. Ich weiß übrigens bei keinem einzigen Level mehr, wo die Tür war. Außer hier. Da bin ich mir relativ sicher, dass sie hier draußen irgendwo im Kreisverkehr war. Ja, genau, da ist es ja schon. Und bei den anderen dreien musste ich echt suchen. Und beim Boss-Level werde ich das wohl leider auch tun müssen. Keinen blassen Schimmer. Boah, also
Auch wenn der Part jetzt eventuell ziemlich kurz wird, für mich ist es schon ein Haufen Arbeit, hier den ganzen Scheiß zu suchen. Und jetzt finden wir hier eine kaputte Schere, oder was? Ach so, eine Haarschere ist das. Boah, jetzt machst du doch einen auf Friseur, oder wie? Mann, Mann, Mann. LOL. Lacker. Direkt am Anfang. Ich gehe in 5 rein, also 2-5. Und sofort die Tür. Danke. Das ging schnell. 3 Blöcke diesmal. Ein Glitzer Pickelhelm. Ne, Color plötzlich. Color Pickelhelm, Color Hochhammer und Color Wurfhammer. Das sind auch Kandidaten fürs Museum. Sonst nichts mehr. Na gut. Welt 3-1. Lauballee. Jetzt dürften wir auch bald durch sein. Ich weiß nicht genau, wann ich angefangen habe. Aber ich werde alles durchsuchen. Sollte ich doch was übersehen haben, bitte in die Kommentare schreiben, dann hole ich das natürlich schnellstmöglich nach. Ein Scheinwerfer. Ja, gut. In 3-2, kurz vor diesem Stickerbunker. Hier unten. Das wusste ich noch. Ich habe keinen Platz mehr, verdammt. Ich muss das ganze Zeug langsam mal ins Museum bringen. Wenn jetzt nochmal irgendwie ein Secret kommt mit 3 Blöcken, dann habe ich ein Problem. Aber nein, hier steht nur eine Violine. Jetzt macht der Mario einen auf Straßenmusiker. Yeah! Auch Wiggler hat in seinem Wohnbaum eine solche Tür. Ich will ihm ja jetzt keine Vorräte klauen oder so, ne? Aber ich fürchte, mir wird nichts anderes übrig bleiben. Geil! KP Plus, Bitches! Yeah! 60. Jetzt glaube ich, haben wir auch schon über 50%, oder? Oder genau 50% dieser KP Plusse gefunden. Weiß ich jetzt nicht, aber kann man ja nachschauen. Beim Stickersfest. Das war eine positive Überraschung. In 3-4 haben wir die Tür ja schon geöffnet, aber in 3-5 nicht. Da habe ich ja damals gedacht, dass da der Secret Exit wäre. Aber da war er nicht. Ein Kopfkissen. Na, das passt ja zu deinem Bett, das du gefunden hast. In 3-6 bis 3-9 alle schon offen. Nur in 3-10. Da hatte ich die Tür ja nicht dabei. Wie komme ich denn da hoch? Okay. Dachte ich schon, ich muss das Quiz nochmal schaffen und dann komme ich zu der Tür. Aber zum Glück nicht. So, was habt ihr hier gehortet, hä? Münzen und eine Mülltonne oder ein Kühlschrank, ein veralteter, ein Kanister. Ja, jetzt nicht so der Burner, ne? So, das waren alle Secret Doors der Welten 1, 2 und 3. Und ja, weil sich einige gewünscht haben, ich soll doch mal zeigen, wie ich die ganzen Sticker ins Museum klebe. Ist ja auch so unheimlich spannend. Tue ich das jetzt mal. Und um es ein bisschen cooler zu gestalten, möchte ich euch einen Überlebenden präsentieren, der wirklich noch unter uns weilt, nämlich Caleb. Warum ist er so lange nicht mehr in den Videos dabei? Am besten erklärt er das selbst. Yo, also ich bin es, nicht mein Geist, sondern ich. Und naja, es hat einen simplen Grund, nämlich wir haben hier eine 32.000er Leitung und dort sind 7 Leute drin, inklusive
ja, zwei Leute, die gerne League of Legends online spielen. Und das macht alles ein wenig kompliziert, wie ihr wahrscheinlich denken könnt, weil, ja, wenn sieben Leute letztendlich auf eine 32.000er Leitung zugreifen, bleibt nicht allzu viel da. Und deswegen, da immer eine hohe Internetauslastung notwendig ist, ist das derzeit ein wenig ein Problem. Aber sobald ich mein BuffWorld bekomme, plane ich, mir eine 50.000er Leitung selbst zu holen, aber das ist noch in den Sternen. Eben, kommt ja auch noch hinzu, dass du Uni hast. Weiß ja auch keiner. Ja, richtig, habe ich auch. Und dann noch einen eigenen Let's Play-Kanal mit einer scheiß Internetleitung, die genauso dreckig ist wie meine. Der zweite und ja, relativ großen Dateien, also ja. Absolut, und jetzt kommen wir zum Spiel. Hast es ja selbst, glaube ich, noch nicht. Oder willst es auch gar nicht kaufen, weil du protestierst? Daher, wie findest du Paper Mario Sticker Star bis jetzt? Also, ich sag mal so, das, was die Entwickler wollten, haben sie auf jeden Fall, denke ich, in dem Spiel gut rübergebracht. Also, das, was Miyamoto wollte. Ja, aber ja gut, damit meine ich jetzt eher ja, das, was halt gut ist oder was man gut machen wollte, hat man hier auch gut rübergebracht. Also ich finde, die Welt ist schön aufgebaut, das auf jeden Fall. Die Rätsel finde ich auch sehr, sehr gut bisher. Das Kampfsystem, so wie es aussieht, macht zwar durchaus Spaß. Mir ist aber in deinen Parts bereits aufgefallen, dass das eingetreten ist, was ich vorher gesagt hatte, nämlich, dass du bei kleineren Gegnern schon anfängst zu sparen, die Sticker für die größeren Bosse. Und das ist eigentlich das größte Problem, weil eben kein einziger Standardangriff da ist. Fängt man dann an, ja, mit den Stickern zu sparen und man kann genauso gut für Gegner flüchten, aber schwinden sie auf der Overworld. Aber nur einmal, zweimal hintereinander flüchten ist nicht möglich. Okay. Na gut, das ist immer ein bisschen besser, aber an sich finde ich, hätte man... Also entweder man hätte den Kämpfen ein bisschen mehr Sinn geben müssen, eben mit Erfahrungspunkten oder zumindest Standardangriffe reintun, zumindest ein paar, und dann eben die Sticker sozusagen als Ordenersatz nehmen. Das wäre da meine Überlegung gewesen. Natürlich gibt es, wie gesagt, Probleme, aber an sich, wie gesagt, hat es durchaus gute Veranlagung. Das macht es umso mehr schade, finde ich jetzt. Also es ist nicht mehr so schlimm wie am Anfang gedacht. Ja gut, am Anfang konnte ich mir noch keine Meinung über das Spiel bilden in dem Sinne. Ich wusste halt, dass man wieder mal mir keine Story bietet, was mich sehr enttäuscht hat. Und ich konnte noch gar nicht viel zum Spiel sagen. Wieder einmal? Ja, also in den Marios oder auch Mario und Luigi ist der Trend für die Story weiter zurückgegangen. Gut, wenn man jetzt... Es ist jetzt nicht so schlimm, aber zum Beispiel vergleich mal Superstar Saga mit Bowser's Inside Story. Da... Bei letzterem ist jetzt keine so flashende Story, sag ich mal. Und allgemein geht ja gerade bei diesen ganzen Mario-Spielen der Trend ziemlich zu Null-Story. Ich finde, Jump'n'Runs habe ich es auch weitestgehend akzeptiert, aber... Naja, RPGs sollten schon eine Story haben, meiner Ansicht nach. Das ist schon sehr schade, zumal Intelligent Systems wirklich richtig gute Stories machen kann. Ja, das ist dabei schade. Aber wie gesagt, das Spiel hat richtig gute Veranlagungen. Ich hätte es auch, wie gesagt, akzeptiert. Hätte es keine Erfahrungen, keine Partner, keine Orden etc. gegeben, wäre alles nur schade gewesen, aber... Das mit der Story, das hätte man wirklich machen sollen, meiner Meinung nach. Und warum ich es nicht kaufen möchte, zumindest nicht neu, ist ganz einfach, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich denen zeige, dass das richtig ist, was sie tun, und dass keine gescheite Möglichkeit gibt, mit ihnen zu kommunizieren. Werde ich es mir irgendwann gebraucht holen, wenn ich irgendwann mal Geld habe, aber... Wie gesagt, wenn ich es neu hole, habe ich das Gefühl, dass ich ihn dann in ihrem Weg bestärke. Und das möchte ich nicht tun.
Solche Sachen sehe ich immer sehr zweigeteilt. Zum einen ist es natürlich richtig, aber wenn man es dann nicht kauft, dann denken sie halt auch, okay, kein Schwein hat mehr Bock auf Paper Mario. Das verkauft sich ja eh nicht so gut, weil es einfach scheiße beworben wurde. Nur Super Paper Mario hat einigermaßen gute Verkaufszahlen erzielt. Und wenn das halt jetzt nicht gekauft wird für 3DS, dann denken sie halt, ja gut, dann machen wir halt keins mehr. Ja, das ist immer ein Problem. ich sag mal, es ist wie wenn man ein Kind erzieht, ja? Man weiß nie, wenn man ihm jetzt diese Strafe gibt, tut es das dann auf, weil er sagt, ja, ich weiß, ich hab Mist gebaut, das mache ich schon, oder sagt er dann, oh, der mag mich nicht, jetzt hasse ich ihn. Das ist schwierig, aber ja, es ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, mich zu wehren, weil einfach der Trend in letzter Zeit mir nicht gefällt. Man sieht auch, hat auch in Mario Party 9 gesehen, dass man immer mehr in die Richtung geht, einfach den Namen der Spieleserie beizubehalten, aber was komplett anderes draus zu machen. Ich glaube, das gefallen den wenigsten Fans. Ich meine, Veränderungen sind ja immer gut, ja, das ist jetzt kein Problem. Werden leider auch gefordert. Ja, aber warum Mario Bros. Sich absolut nicht mal einen Millimeter verändern darf und man bei Paper Mario immer ausrasten muss, das stört mich einfach, weil Paper Mario 1 und 2 ist das Klassische, was die Leute sehen möchten, klar mit ein paar Veränderungen, aber so vom Grobaufbau. Und wenn ich jetzt, wenn zum Beispiel wie in Mario Party 9 die Runden abschaffe, die Minispiele nach jeder Runde abschaffe, die Würfel komplett verändere, die Münzen abschaffe, die Sterne abschaffe, dann merkt man halt irgendwann mal, okay, das Einzige, was noch gleich ist, ist, dass man die Charaktere am Anfang auswählen darf. Und solche Sachen sind eben wirklich nicht, ja, sinnvoll, meiner Ansicht nach. Weißt du, das Ganze ist ja eigentlich Miyamotos Schuld, wenn man es mal so sieht. Das ist es, ja. Also ich sag mal so, der Typ ist ja ein genialer Mensch, ne? Aber er ist nicht bereit, in der Zeit mitzugehen. Und deswegen denke ich, ist es auch gar nicht so schlecht, dass er sich bald verabschiedet. Also danke für das, was er etabliert hat, aber er will es nicht weiterentwickeln. Bestes Beispiel, Zelda. Es ist nach wie vor immer das Gleiche und es entwickelt sich nicht weiter. Und ich glaube, wenn Miyamoto weg ist und das neue Leute, kreative Köpfe in die Hände bekommen, dass die dann tatsächlich da auch wieder geile Spiele rausbringen werden. Also, hart es klingt, aber Miyamoto muss weg. Ja, also, ich sag mal, ich finde, er sollte weiterhin nur an Mario Bros. Arbeiten, weil das kann er super, weil sich Jump'n'Runs im Laufe der Jahre nicht verändert haben. Aber selbst das kann man ja noch ein bisschen verändern. Ja, natürlich kann man noch ein bisschen, aber das hat er insofern relativ gut drauf. Das mit den 8 Welten immer und die Schwierigkeit, wie es unterteilt ist und so. Also da merkt man schon auch noch, nur so mal bei das Jugendliche, dass er das durchaus noch kann. Ja. Und da merkt man, hat man eben auch an den jungen Entwicklern gemerkt, aus Super Mario Bros. 2, dass da vielleicht noch ein paar Defizite herrschen, um es vorsichtig auszudrucken. aber prinzipiell hast du recht, ich finde, wie gesagt, es sollte bei Mario bleiben, weil es jetzt einfach nicht entwickelt hat, aber gerade Zelda, es hatte einen dermaßen großen Vorsprung noch zu Ocarina of Time Zeiten, aber dieser Vorsprung ist immer weiter gesunken, weil es sich, wie gesagt, nicht weiterentwickelt und es hinkt jetzt Konkurrenten wie Assassin's Creed, die jährlich ein Spiel im Übrigen rausbringen, massiv hinterher, wo man sich auch fragen muss, wie kann es sein, dass man 5 Jahre an einem Zelda arbeitet, ein Jahr an einem Assassin's Creed und Assassin's Creed einfach viel erfolgreicher ist. Da merkt man, dass man da Sachen verändern muss. Ich fand, in Skyward Sword waren sogar ein paar ganz gute Ansätze zu sehen, wie zum Beispiel diese RPG-Elemente, die reinkamen, dass man sein Schild verbessern kann und so Zeug. Ja, das fand ich auch geil, das war aber auch schon alles. Das Problem war halt dann wieder breit gefächert, die Gebiete waren zu klein gehalten, die Story war zu oberflächlich gehalten, das sind einfach Sachen. Und gerade wenn man darüber diskutiert, wird natürlich dann immer ein Vergleich zu Ocarina of Time gezogen, dass das auch nicht so viel anders war, nur die Sache ist halt, dass Ocarina of Time 14 Jahre vorher rauskam. Und in dieser Zeit hat sich einiges verändert und das ist das große Problem. Aber es gibt ja auch Leute bei Nintendo, die gerade für diese Veränderung stehen. Gut, Retro Studios arbeitet jetzt relativ langsam,
Aber wenn man sich zum Beispiel Metroid Prime anschaut, da merkt man, dass durchaus auch Spiele rauskommen, die ziemlich modern gehalten sind. Wir müssen einfach größere Teams bilden und dann kommt da auch, ich verlange nicht, dass es jedes Jahr rauskommt, Zelda oder Mario oder so, aber alle zwei sollte eigentlich schon drin sein, wenn man eben ein gescheites Team hat und nicht welche, die da halt meinen, rumtrödeln zu müssen und dann am Ende nur Scheiße rausbringen. Ja, das ist halt das Problem beim Motion Gaming. Das hat Nintendo zwar gerettet, aber es hat die Videospiele ziemlich viel zerstört. Weil wenn die Entwickler schon sagen, man hat 2 Jahre an Skyward Sword nur Motion Gaming entwickelt, dann denke ich mir, das ist es einfach nicht wert. Nee. Bei aller Liebe zum Motion Gaming. Da reicht mir dann so viel in Twilight Princess, dass einfach nur ein Schlag ist. Das reicht mir dann halt auch schon. Und ja, da muss man jetzt gucken, wie man es mit der Wii U umsetzt, aber wieder was Neues, da man die Fernbedienung und Motion irgendwie zusammen, aber die wird man wohl im neuen Zelda nicht wie ein Schwert einsetzen, nehme ich an. Da muss man dann gucken, was sie sich überlegen. Aber auf jeden Fall müssen wieder mehr Spiele in schnellerer Zeit rauskommen. Dass auf jeden Fall. Die Mario Bros. Hat mein Vertrauen. Ja, die schon. Aber wie gesagt, es muss jetzt nicht so wieder sein, dass 2 Mario Bros. Im Jahr erscheinen. Da hat man einfach gemerkt, dass ja, das kam auch nicht gut an. Man muss das Ganze besser verteilen. Mario Jumpman sind ja auch nett. Aber man sollte wieder ein bisschen mehr auf andere Franchises schauen. Und wenn sich zum Beispiel richtig viele Fans ein F-Zero wünschen, sollte man es ihnen halt auch geben. Und ich will Miyamoto im Interview sagen, ja, ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt Fans hat. Das ist doch so uninnovativ. Jetzt hat er gesagt. Ja, das fand ich ja ziemlich lol. Also eher von Innovation sprechen, aber gut. Ja, ich denke, wir sollten jetzt hier beenden. Wir schweifen eh gerade ein bisschen ab. Hab jetzt euch gezeigt, wie das mit dem Museum funktioniert. Wenn ein Raum leuchtet, dann heißt es halt, ja, du hast einen Sticker für diesen Raum. Und dann muss man halt schauen, welcher ist richtig. Glitzer, normal, Color oder irgendwas anderes. Im nächsten Part geht's dann zu Welt 3.11, wo wir das letzte Wiggler-Segment finden. Und hoffentlich ist es dann auch langsam mal durch mit der Welt 3. Ich möchte zum Boss und mehr sehen. Okay, Daumen hoch, wenn es cool war und bis zum nächsten Mal. Yo, guys.